Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Baschkim Rennecke bei mir am Mikrofon. Baschkim, vor dem Spiel habe ich, glaube ich, noch nie so häufig im Stadion den Satz gehört, der Bock muss heute umgestoßen werden. Das habt ihr, glaube ich, heute endlich gemacht. Ja, klar. Ist ein bisschen Unruhe entstanden im Hintergrund. Ne? Ist klar, wir haben 4 Spiele in Folge verloren. Das war auch in unseren Köpfen drin. Aber wir haben einfach versucht, in der Woche intensiv zu arbeiten und uns auf den Gegner einzustellen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben Holstein Kiel ganz gut analysiert in der Woche und haben es dann letztendlich auch gut umgesetzt, sage ich mal, was dann auch der Schlüssel dann war zum Spiel. Man kann auf jeden Fall sagen, die erste Halbzeit war auf jeden Fall ein guter Schlüssel zum Spiel. Da habt ihr sehr konzentriert auch gespielt. In der zweiten Halbzeit wirkt es so, als hättet ihr, als wäre da so ein bisschen die Puste aus der ersten Halbzeit auch ausgegangen. Würdest du mir da zustimmen? Ja, klar. Ich würde sagen, dass man gegen so einen Gegner auch Fehler macht und dass man auch Chancen zulässt, das ist, denke ich mal, klar. Aber wichtig war einfach, dass wir trotzdem weitergemacht haben, uns nicht aufgegeben haben. Und das Quäntchen Glück war dann am Ende auf unserer Seite. Das gehört dann auch oft dazu, dass das Glück dann auf einer Seite ist. Dann gewinnt man solche Spiele. Die letzten Spielminuten warst du eben nicht mehr auf dem Feld. Konntest das ganze Geschehen nur noch von außen mitbekommen. Was ist dir persönlich da im Kopf vorgegangen, als dann diese letzten Spielminuten liefen und dann endlich der Schlusspfiff kam? Ja, klar, Kiel hat ein bisschen Druck gemacht durch lange Bälle. Aber da Kompliment an unsere Innenverteidiger, Marcel und Tobi, die alles weggeköpft haben, was da auf sie zukam. Und letztendlich war es dann am Ende noch mal kritisch, aber wir haben an den Sieg geglaubt und ich glaube, jeder wollte einfach den Sieg heute und deswegen hat es dann geklappt am Ende. Es geht jetzt relativ fix schon weiter. Am Dienstag ist dann das Spiel gegen Erfurt. Ist es dann heute so, Spiel direkt abhaken und aufs nächste konzentrieren? Auf jeden Fall. Wir haben das Spiel gewonnen, wir haben 3 Punkte. So viel war zu holen. Jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel, Dienstag in Erfurt. Und ganze Vorbereitung gilt jetzt dieses Spiel. Ne? Christian Groß bei mir am Mikrofon. Christian, heute endlich wieder auf dem Platz gestanden beim Spiel vom VfL Osnabrück. Wie war dieses Gefühl für dich heute, wieder endlich mit der Mannschaft spielen zu können im Stadion? Ja, unbeschreiblich, ich habe es gerade schon gesagt. Es kann nicht schöner sein, Freitagabend Flutlichtspiel im Nordderby zu gewinnen. Das ist einfach unbeschreiblich und das ist auch einfach, glaube ich, der Lohn oder der Fleiß für die harten Stunden in der Reha, wenn man so einen Sieg feiern kann. Es war heute auch ein intensives Spiel. Die erste Halbzeit starkes Pressing gespielt. In der zweiten Halbzeit bist du dann selbst auch ins Spiel gekommen. Da wirkt es ein bisschen so, als wäre die Luft auch ein bisschen ausgegangen, weil dieses Pressing wahrscheinlich auch ein bisschen geschlaucht hat. Wie kam das, dass dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Kurve abgeflacht ist? Ja, das war ein sehr intensives Spiel von vornherein. Ne? Wir haben sehr, sehr viel investiert und sind dann noch verdient mit 2-0 Führung gegangen. Unter schwierigen Bedingungen oder plötzlich auch relativ schwierig oder schwer zu bespielen. Ja. Und dann hinten raus natürlich schwer, auch mit dem Gegentor. Und Kiel hat auch eine gute Qualität, aber um uns nicht vorzumachen. Von daher war uns schon klar, dass jetzt kein Selbstläufer auch nicht hinten raus wird. Aber wieder, was ich gerade schon, ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben und dass wir den Bock umgestoßen haben und es wieder in die richtige Richtung geht. Dieser Satz Bock umstoßen, der ist unfassbar wichtig geworden anscheinend in der letzten Zeit. Wie stark war tatsächlich die mentale Belastung bei euch auch in der Mannschaft? Ja, was heißt wie stark, aber dieser Satz ist legendär, glaube ich. Ne? Wenn es dann nicht so läuft, dann muss man halt den Bock umstoßen. Und das hat man heute auch gesehen, wie schwer es wirklich ist, Spiele zu gewinnen, weil die Liga einfach total eng ist. Die Spiele waren vorher auch eng. Wenn ich mir das Spiel gegen Mainz 2 oder Bremen habe, waren es auch immer eng. Heute hatten wir halt wieder das Quäntchen Glück mehr, haben uns das ein Stück weit auch verdient. Und wie gesagt, und deswegen sind wir auch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Und deswegen müssen wir da genauso weitermachen. Ist natürlich klar, dass ihr euch jetzt freut, Sieg endlich wieder geholt, aber am Dienstag geht es ja schon weiter, dann ist das nächste Spiel dann gegen Erfurt. Wie wichtig ist es da jetzt auch eben an diese Leistung von heute auch anzuknüpfen und das auch weiter zu erarbeiten? Ja, das ist auch das Schöne an der englischen Woche, es kann ganz schnell wieder in verschiedene Richtungen gehen. Wir haben heute den Start gemacht, können gleich Dienstag weitermachen und das ist auch unser Ziel. Und dann haben wir wieder ein Heimspiel und wollen das natürlich gewinnen. Deswegen volle Konzentration, heute ein bisschen freuen, einfach genießen und ab morgen geht es wieder volle Konzentration auf Erfurt.